Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und wir schauen uns heute wieder eine richtig coole Mod an, nämlich die Expanded Scenery Mod von Kai Odenik. Kai Odenik hat ja schon viele richtig gute Mods für JW2 gemacht. Und unten in der Videobeschreibung ist auch sein YouTube-Kanal verlinkt und auch die Mod natürlich. Also checkt das auf jeden Fall aus und supportet den Dude, weil er hat es auf jeden Fall verdient. Er macht das Spiel wirklich zu einem besseren Game. Und jetzt zeige ich euch mal, was diese neue Mod so macht. Denn man kann, wenn man die Mod installiert hat, einfach die H-Taste drücken. Und dann bekommt man ein ganz neues Menü mit, sage und schreibe, 503 platzierbaren Pflanzen. Also es sind halt wirklich alle Pflanzen, die man normalerweise immer nur so platziert. Und die kann man dann alle einzeln platzieren. Also jeden einzelnen Baum kann man dann an der Stelle haben, wo man ihn haben möchte. Und auch jedes Gras, was man hier sieht, jeder Farn und ja, eigentlich alles. Kann man wirklich alles dann selber platzieren. Das ist ja auch echt gut, weil immer dieses sich aufs Glück verlassen ist halt ein bisschen blöd, gerade bei solchen Objekten. Durch einen umgefallenen Baumstämmen finde ich das besonders cool. Wir gehen da jetzt gleich mal ein paar Objekte durch, aber erstmal mache ich das hier wieder weg. So, jetzt haben wir eine freie Fläche und jetzt drücke ich den H-Knopf und dann kommt man hier als allererstes zu Gräsern. Die kann man jetzt wirklich an der Stelle platzieren, wo man möchte. Kann man auch ineinander platzieren, wenn man noch diese wie heißt denn die Mod noch? Ja, die mit den keine Baubegrenzung. Name fällt mir gerade nicht ein. Aber dann kann man das wirklich so begrasen, wie man möchte. Ach, jetzt habe ich es weggeklickt. Wir machen mal noch ein paar mehr Gräser, dann seht ihr auch die Unterschiede. Also hier ist wirklich jedes einzelne Gras, was man so auch platziert bekommt, kann man jetzt einzeln platzieren. Sogar so kleine, ja, sind das überhaupt hier so Strohhalme? Ja, Strohhalme nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Solche Halme halt. Gehen mal ein paar durch. Alle platzieren werde ich jetzt nicht. Aber nur, dass ihr das mal so beispielhaft seht. Weil das ist halt mega viel. Und ihr müsst bedenken, das ist hier gerade nur die Gräserabteilung. Und gleich noch ganz, ganz viele andere. Da kommt dann auch noch sogar so Elefantengras. Das ist echt so praktisch. Ich freue mich mega über diese Mod. Jetzt gehen wir mal in den nächsten Punkt. Das sind tropische Pflanzen. Da kann man jetzt auch alle einzeln platzieren. Bin die natürlich auch selber noch gar nicht alle durchgegangen. Aber das ist auch so eine krasse Auswahl. Das werde ich dann alles erst nach und nach, denke ich mal, entdecken. Man kann die auch ganz normal drehen und alles. Zeige ich euch gleich noch, wenn wir bei Bäumen sind. Das ist so viel. Das Coole ist halt auch, jetzt kann man sogar in der Wüsten oder auf der Wüstenkarte Pflanzen platzieren, die normalerweise nicht in diesem Biom wachsen. Also man kann dann hier auch andere Pflanzen einfach unterbringen. Das war ja vorher auch nicht möglich. Und wenn man die entfernen will, geht das auch richtig gut. Und man hat hier immer diese Kreise mit den Hitboxen und da kann man die dann easy dem Entferntool auch wieder löschen. Funktioniert auch bei den kleinsten Gräsern sehr gut. So, wir machen noch mehr. Der nächste Punkt sind auch nochmal solche Pflanzen, so wie es aussieht. Hier kommen dann auch mal so größere Palmen. Kann ich euch das Drehen noch zeigen, also das geht auch alles. Diese Palmen gibt es auch. Gibt es auch diese Wüstenpflanzen. Oder auch kleine Kakteen. Ich kann gar nicht mehr aufhören, mir die anzugucken. Kann man dann natürlich auch schön mit Felsen und sowas kombinieren. Ich jetzt mal eben machen. Muss ich dann hier so einen Felsen schnappen. Oh, der ist ja cool platziert. Und dann kann man den hier auch ganz normal rein platzieren. Und da drumherum dann auch Bepflanzung machen, wenn man möchte. Bin gleich mal gespannt, ob wir noch die umgefallenen Baumstämme finden, weil die finde ich besonders interessant. Kann man dann auch so richtig Sichtschutz machen, wenn man möchte. So eine richtige Hecke und sowas. Aber da kommen mir gerade so viele coole Ideen durch diese Mod. Da gibt es auch diese Pflanzen. Oh, die sind, glaube ich, noch ein bisschen verbuggt, so wie es aussieht. Aber das ist auch nur eine Beta, also da kommen auch auf jeden Fall Updates. Weil das sind eigentlich die Bäume, die hier auf Pennsylvania wachsen. Und die sind irgendwie so ein bisschen im Boden drin.
Ich meine, kann man dann trotzdem als Büsche verwenden. Aber ihr seht ja hier, der Stamm geht in den Boden rein. Normalerweise sind die ein bisschen höher. Aber ist auch cool, dass es die dann hier gibt. Die scheinen alle im Boden zu sein. Hier haben wir Tannen. Oh, hier kann man auch noch voll viel runterscrollen. Also es sind wirklich 1 Million Bäume. Also ich muss sie, glaube ich, jetzt wirklich nicht alle durchgehen. Ihr habt jetzt, glaube ich, ganz gut gesehen, was für einen krassen Umfang diese Mod hat. Da gibt es wirklich alles Mögliche. Hier unten sind auch noch Sachen. Was haben wir denn hier? Das sind, glaube ich, die ich gerade platziert hatte, oder? Die habe ich jetzt einzeln platziert. Ich kann dann mal gucken, ob das die wirklich sind. Ja, guck mal, fällt gar nicht auf. Das sind die selbstplatzierten und das hier sind die nicht selbstplatzierten. Man sollte natürlich jetzt nicht nur mit diesen Objekten arbeiten, aber dann immer an den Stellen, wo man es halt benötigt, wo das halt mit diesem Tool dann nicht funktioniert. Weil hier werden jetzt keine einzelnen Objekte platziert und generiert und hier natürlich schon. Und darunter leiden dann auch die FPS mehr. Deswegen sollte man so gut wie es geht natürlich darauf verzichten. Aber es ist natürlich mega cool, dass man diese Möglichkeit hat. Und solche umgefallenen Baumstämme sind natürlich besonders cool, dass man die jetzt auch platzieren kann. Sogar so einen abgeholzten Baum hat man hier. Das ist ja mega cool. Also da muss man sich wirklich durchklicken, dann findet man die richtige coole Deko-Objekte. Ich glaube, die sind auch einigermaßen gut schon sortiert. Blickt ja nur noch nicht so ganz durch. Aber diese umgefallenen Baumstämme finde ich richtig nice. Da gibt es ja auch noch mehrere. Aber Leute, das soll es jetzt auch schon mit diesem kurzen Mod-Vorstellungsvideo gewesen sein. Ich denke, man hat ganz gut gesehen, was diese Mod beinhaltet. Und wenn ihr das noch ein bisschen genauer wissen wollt, ladet sie euch runter, sie ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und probiert sie selber aus und benutzt sie vor allem auch in euren nächsten Parkbauprojekten. Ich denke, damit kann man dann auch viel, viel bessere Ergebnisse erzielen, wenn man dann nicht mehr so eingeschränkt ist, was die Bepflanzung angeht. Falls euch dieses Video gut informiert haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.